Herzlich willkommen, allen Freunde, zurück zu Nexmon Extinction. Oh, Leute, ich wollte eigentlich trainieren, ne? Meine Nexmon auf Level 40 bringen. Alle. Aber es hat nicht so hingehauen, weil nach oben, da würde die Story weitergehen. Und unten ist einfach eine Sackgasse. Hier kann ich nichts machen. Deshalb müssen wir jetzt ungelevelt doch die Story weitermachen. Mann. Tut mir leid, dass sich jeder abgewendet hat, Moritz. Mach dir um deine Freunde keine Gedanken. Es ist vollkommen natürlich, in solch einer Situation Angst zu haben. Ich habe Atlas übrigens von deiner wahren Natur erzählt. Hör mir jetzt genau zu, Moritz, das ist wichtig. Was tut sich hier aus? Ah ne, weiß nicht. War das ultimative Ziel, ist an sich nur Bell. Um die Menschheit zu schützen, wird er niemals aufhören, bis alle Tyranten besiegt sind. Aber das schließt dich ein, da du Omnicrons wahrer Erbe bist. Das ist ein unliebsames Schicksal, aber so ist es. Du musst überleben, Moritz, du brauchst Verbündete, Kameraden. Um Vardos zu besiegen, wirst du eine Armee brauchen. Aber wer wird uns im Kampf gegen Vardos helfen? Niemand traut sich, ihm gegenüberzutreten. Diejenigen, die du geschoren hast, zu zerstören, Moritz. Oh. Du musst die anderen Tyranten wiederbeleben. Was? Was? Ein Tyrant würde niemals mit uns zusammenarbeiten wollen. Wollen? Es kommt nicht darauf an, was sie wollen. Sie haben keine Wahl. Wenn die Tyranten nicht zusammenarbeiten, wird Vardos sie einen nach dem anderen ausschalten, ganz einfach. Sie werden dir helfen, Moritz. Ob sie wollen oder nicht. Sehr interessant, Leute. Das heißt, wir bekommen doch noch Tyranten. Ich fasse es nicht. Und wie sollen wir die Tyranten vor Vardos finden? Atlas, das ist der Grund, warum Gina dich auferweckt hat. Das war ihre Idee. Du wurdest mit der Funktion ausgestattet, andere Tyranten zu orten. Mit einer Art Radar, erinnerst du dich? In der Tat war das die ganze Zeit Dinas Plan. Wenn Moritz der nächste König der Monster werden soll, muss er zuerst seine Vasallen versammeln, nicht? Das ist deine Bestimmung. Hilf Moritz, seine Armee aufzubauen und verhilf ihm zu seiner Krönung. Ich kann nicht glauben, dass wir das wirklich tun. Ich muss an einen hochgelegenen Ort, wenn wir möglichst hier scannen wollen. Warum nicht die Dracheninseln? Von dort solltest du alles sehen können. Lydia, die Hüterin der Dracheninseln, sollte ihr helfen können, einen günstigen Ort zu finden. Ich glaube, sie ist auch hier irgendwo in Lateria. Sprecht mit ihr. Okay. Ich weiß nicht, ob das Ganze eine so gute Idee ist. Wahrscheinlich nicht. Aber Vardos wird früher oder später hinter dir her sein. Also haben wir vermutlich keine große Wahl, oder? Nee, ich glaube nicht. Ich glaube, wir müssen es tatsächlich machen, um Vardos zu besiegen. Oh Gott, Leute. Das wird ja was. Das kann ja was werden. Ich würde jetzt ganz gerne mein Nexmon erstmal heilen. Ich habe nur überhaupt keine Ahnung, wo. Die Stadt ist nämlich so groß, dass ich es einfach nicht weiß. Ah, hier sind wir. Ich glaube, da müssen wir nach links. Oder? Müssen wir nach links? Ja, müssen wir. Ach, ich bin so gut. War da oben Lydia? Nee, ne? Ich glaube nicht. Lydia, wo bist du denn? Komm raus. Doch, die ist das du da oben, oder? Wir gehen mal hin. Ziemlich kläglich unsere Situation, stimmt's, Moritz? Vardos Kraft. Ich kann mir kaum vorstellen, zu was er fähig ist. Die anderen Abtrünnigen und Tyranten verstecken sich, aber es ist nur eine Frage der Zeit. Es tut mir leid, Moritz, aber was sollen wir tun? Wir können auch noch gewinnen. Gewinnen? Oh, Moritz. Es geht nicht mehr darum, Vardos zu besiegen. Es geht ums Überleben. Wenn Vardos an die Macht kommt, was passiert dann mit den Verrätern wie uns? Was passiert mit dieser Welt, wenn er so verrückt wie die Drachen wird?
Wie wäre es, wenn wir die anderen Tyranten rekrutieren? Ich habe ein Radar für sowas. Ich brauche nur einen Ort, um es aufzusetzen. Einen Ort, um das Radar zu verwenden? Nun, wie wäre es mit... Entschuldigung! Hallo, meine lieben M-Thema-Kollegen! Sagt mal, ich konnte euer Gespräch nicht überhören. Du hast einen Radar für Tyranten? Wow! Ja, habe ich. Es muss ziemlich wertvoll sein. Wahrscheinlich ja. Es würde vermutlich Millionen von Münzen bringen. Für eher Milliarden. Ja, du solltest es vor Dieben schützen. Stimmt, ich hab so leicht, dass mich sogar ein kleines Mädchen einfach mitnehmen könnte. Ja. Sorry, ich wollte nicht lachen. Sie ist einfach ausgerutscht und hingefallen. Karma. Oh, ich liebe Karma. Ey, bist du okay? Oh nein, er hat ihn eingesteckt. Sie hat ihn eingesteckt. Oh, komm schon. Wir haben keine Zeit für sowas. Wir brauchen Atlas, um die Tyranten zu finden. Moritz, wir müssen hinter dem Depp her, Beeilung. Ach man, als ob jetzt jemand hier unseren Roboter klaut. Was ist das denn hier? Meine Güte, ey. Irgendwo nach links. Okay, da schon mal nicht. Oh, die Stadt, die ist so groß, Leute. Ich kenne mich hier einfach null aus. Hä, die ist doch nach links gelaufen. Ist sie da runtergesprungen oder was? Nee, ich komme hier nicht raus. Hä, wie kam ich denn nach da links? Muss ich hier runtergehen? Alter, ne? Ist das nervig. Ist das nervig? Wo ist die Olle hin? Wo ist sie? Ich finde dich, ey. Ich finde dich. Früher oder später. Bist du hier drin? Nein. Okay. Kleine Dame. Oh, die ist bestimmt hier reingerannt, oder? Ah ja, ist sie. Oh, ich glaube, wir haben sie verloren. Hast du eine Idee, wo sie sich verstecken könnte, Moritz? Mir ist gerade aufgefallen, dass du nicht viel redest, Moritz. Kein Wunder, dass Coco in meiner Nähe war. Vielleicht hat da jemand von den Einwohnern den Dieb gesehen. Ich sollte mal nachfragen. Von den Einwohnern? Ein Dieb? Ja, ich glaube, da drüben ist eine Frau nach Westen gerannt. Das ist alles, was ich weiß. Nie ohne Seife waschen. Okay, nach links also. Was ist hier eigentlich? Ich denke, da gehen wir später eh noch hin. Okay, was hast du? Ja, ich habe gerade einen Diebin gesehen. Sie ist nach Süden gelaufen. Nach Süden? Willst du mich verarschen? Also hier runter oder was? Och, nee. Nee, ich will jetzt nicht kämpfen. Sorry. Wir müssen hier einen Dieb fangen. Der nach Süden gelaufen ist. Glaube ich. Hast du einen Dieb gesehen? Grüße, Moritz. Pass auf, wo du hintretest in den... Ein Dieb? Ja, ich habe eine verdächtige Person gesehen, die diese Höhle betreten hat. Eine Höhle. Oh, durchrennen bitte. Oh, was macht ihr denn hier? Die Ruinen dort sind verflucht. Irgendwas mit einem uralten bösen Tyrantengrab. Wir speichern mal eben sicherheitshalber. Ja, überschreiben. Boah, ich habe bei 20 Spielstunden. Hallo, ja. Pfeifen. Wenn du viele Pfeifen sammelst, fällt es dir viel leichter, wieder den nächsten Monat einzufangen. Aber genau das ist es. Du brauchst eine ganze Menge, um den Unterschied zu bemerken. Dafür habe ich keine Zeit. Hier, ich gebe dir meine. Ach, das ist aber nett. Okay, komm, machen wir mal, weil wir heute so nett sind. Puh, ich bin froh, dass es mir gelungen ist, diese Müllpfeife zu verkaufen. Wer braucht Pfeifen, wenn du einfach ein Dutzend Nexotrops werfen kannst? Ja, ist halt wirklich so, ne? Das stimmt. Ja, okay, dann lass mal hier reingehen. Dieser Ort riecht nach Tyrant. Sicher, dass er Dieb hier ist? Sie wirkt nicht wie jemand, der sich einfach an einen so gefährlichen Ort begibt. Oh, vielleicht ist er selbst einer. Also, keine Ahnung. Irgendeinen Sohn von, Tochter von Omnicron. Das kann ich mir hier momentan bei jedem vorstellen.
was haben wir hier denn? Rabattgutschein, super. Ich weiß immer noch nicht, was er wirklich bringt, weil gefühlt ist alles genauso teuer wie immer. Du siehst ja cool aus. Aber ich muss fliehen, sorry. Sorry, aber ich kann hier gut trainieren, glaube ich. Ja, das können wir dann irgendwann mal machen. Oh, du bist auch cool. Aber nee, sorry, weg mit dir. Oh, du hast Flügel. Sehr schön. Dass diese Scherben hier immer neu spawnen, ne? Das ist immer so eine richtige Farm. Aber ich weiß nicht mal, wo man Nexo Traps dafür bekommt. Das weiß ich echt nicht mehr. Naja. Okay, gehen wir da rein? Oh, ich glaube eher nach rechts. Aber wir gehen erstmal hier rein. Aha. Nochmal ein paar Scherben hier abgreifen. Super. Meine lohnt sich jetzt hier zwar nicht so ganz, weil ich eh nie weiß, wo ich die abgeben kann. Oh, der sieht ja cool aus. Aber nur ungewöhnlich. Nur ungewöhnlich. So. Müssen wir eben hier Cookie machen. So, weiter geht's. Ah, hier ist wieder Luft. Also hier runter oder was? Ab runter mit mir. Oh, da brauchen wir unsere Frostfähigkeit. Eine Windpfeife. Sehr cool. Werde Frost. Oh nein. Oh, Alter, hier gibt's ja nur coole Geistviecher. Nur coole Geistviecher. Echt cool. So. Oh, der ist auch niedlich. Oh, den will ich im Team haben, Leute. Der ist ja viel cooler als meiner. Dich hole ich mir. Dich hole ich mir, ganz ehrlich. Du bist ja richtig süß. Nächste Trap. 57. Oh, das ist natürlich nice. Bitte bleib drin. Bitte bleib drin. Ja, super. Ins Team aufnehmen. Da, du kannst weg. Du entwickelst dich eh nicht mehr. Das sehe ich. Das sehe ich in deinen Augen. Okay, sind wir da? Sind wir da? Oh, sieht so aus, wir speichern. Obwohl, warte, ich halt nochmal eben meine Nexo-Dinger. Inventar. 120 ist ein bisschen viel. Aha. Okay, dann mache ich das doch. Und die... Oh nein, die nicht. Die aber. So. Wieso kann ich hier... Oh Gott. Bin ich denn jetzt? Ach, dann bin ich wieder oben. Okay. Okay, gut zu wissen. Gut zu wissen. Und hier das gleiche auch. Ja, okay. Sehr gut, dann laufen wir mal rein. Die nehmen wir noch mit. Habe ich jetzt gespeichert? Nee, ne? Ach, egal. Was? Das kann ich nicht, wie ich bereits sagte. Aber du bist ein Supercomputer! Was soll das heißen? Du kannst keine Bitcoins minen. Dafür wurde ich nicht gemacht. Dann verkaufe ich halt einfach dein Tyrannenradar. Gegen sie kämpfen könnte ich sowieso nicht. Oh, verdammt! Hey, gib zurück, was ich gestohlen hab! Komm und kämpf mit mir, Anfänger! Wir müssen echt gegen sie kämpfen. Das wusste ich. Deswegen machen wir hier direkt kurzen Prozess mit ihr. Auch wenn die sehr, sehr viele Lebenspunkte hat, tatsächlich. Aber ist auch auf Level 44. Oh Gott. Ich glaube, wir verlieren, Leute. Ich glaube, wir verlieren. Fehlgeschlagen. Super. Sehr gut.
Komm, hol noch alles raus, was du machen kannst. Okay, Rust. Zeig mal, was du so Schönes kannst. Feldsturz, nice. Gegen Wasser natürlich nicht ganz so. Egal, Feldsturz. Mach einfach Feldsturz. So. Das sieht eigentlich gut aus, tatsächlich. Sieht noch in Ordnung aus. Oh, scheiße, ich war müde. Ah, egal. Oh, was bist du denn für eine Schönheit? Mademoiselle. Arisparini. Hier, 27 Schaden, bitteschön. Steinflut, guck mal. Ah, nee, kann ich gar nicht machen, egal. Egal. Dann nehmen wir jetzt mal hier unseren Blitzi. Und machen Elektrokraft. Elektrokraft 37, nice. Oh Gott. Oh, du siehst ja auch cool aus. Du könntest das weibliche. Oh Gott, wie heißt denn Hopplos? Weiterentwicklung. Hopplo. Hopploplo. Weiß ich gerade nicht. Kacke, das ist ja peinlich, dass ich das nicht weiß. Impfpot auch nicht, ne? Wie heißt denn der Typ da? Der Hase mit dem Fußball? Ich weiß es nicht. Das könnte die Frau von ihm sein. Und hier haben wir den Pfannenwender. Der ist cool. Der ist echt cool. 111, Alter! Was machen die hier für Schaden? Schwarze Dings. Den machen wir auch noch weg. Super. Und dich auch noch. Sehr gut. Wen haben wir da jetzt noch? Ah, dich. Dich machen wir da auch easy weg, ne? Ja, nice. Van Pantra. Oh Gott, der hat ja noch einen. Das macht 80. Das ist besser. 44. Aua, das tat weh. Okay. Ich glaube, wir wechseln gleich noch eben unser Nexomon. Ja, ich glaube, wir machen das wirklich. Damit Fandra auch die Erfahrungspunkte bekommt. Seagazier, super. Nice, Fandra, guck mal. Pantra, Pantra. Oh. Gut, gut. Nimm deinen doofen Toaster. Ihr habt mir verraten, was ihr vorhabt. Damit will ich nichts zu tun haben. Ihr wollt euch mit Tyranten verbinden, dass ich nicht lache. Seht ihr das Skelett hinter mir? Das ist Grundra. Er ist der Grund für das riesige Loch anstelle einer Stadt im Westen. Gebt auf, Freunde. Lasst Vardos einfach seinen Job machen. Was denkst du passiert, wenn alle Tyranten vernichtet wurden? Das ist Lydia, oder? Nee, er. Vardos wird die Tyranten schlagen. Wie bei den Drachen ist das seine Hauptaufgabe. Eine gewalttätige, gedankenlose und seelenlose Maschine einem einzigen Zweck. Wen interessiert's? Die Tyranten werden verschwunden sein. Kein Krieg mehr. Die Tyranten werden nicht verschwinden. Hä? Wie das? Vardos ist kein wahres Nexomon. Er ist eine menschliche Kreation und er wird niemals als der König der Monster angenommen. Deshalb wird Omnicrons Thron leer bleiben. Und neue Tyranten werden Tag für Tag aufsteigen und versuchen, den Thron zu besteigen. Zu besteigen. Also warst. Vardos wird diesen Tyranten ebenso töten, er ist supermächtig. Natürlich wird er sie vernichten und die danach ebenfalls. Tag für Tag wird Vardos jeden einzelnen Tyranten in jeder Ecke dieses Planeten vernichten. Ein endloser Kreis der Zerstörung, der früher oder später jedes Leben auf dieser Welt auslöscht. Verstehst du es jetzt mit Vardos absoluter Entschlossenheit und Kraft? Wie lange kann der Planet einer solchen Brutalität widerstehen? Und wie lange dauert es, bis Menschen darin verwickelt werden? Moritz, das ist nicht der Ort, an dem ich dir das geben wollte, aber wir haben keine Zeit. Schließ deine Augen. Ich habe dir die Überreste meiner Kraft übertragen, Moritz. Das ist das Element der Erde. Die Zeit ist gekommen, eine Armee gegen Vardos zu errichten. Wenn diese Welt überleben soll, müssen sich die Tyranten zusammenschließen. Moritz, geh mit Atlas zu den Dracheninseln und nutze das Radar,
um die Tyranten vor Varus zu finden. Aber selbst wenn wir sie finden, wie sollen wir sie überzeugen, sich uns anzuschließen? Du schaffst das, Moritz. Das zeichnet den wahren König der Monster aus. Oh, er glaubt an uns. Was ist jetzt mit der Diebin? Die bleibt hier? Die bleibt wohl hier. Ah, cool, wir kriegen die Schatz wohl doch noch. Gesundheitsamulett. Und das hört sich gut an. So, wir reden noch eben mit den zwei Typen hier und dann würde ich sagen, beenden wir den Part, weil dann kann ich trainieren. Hallo Moritz, ich kenne einen guten Ort auf den Dracheninseln, wo wir Atlasradar verwenden. Willst du diesen Ort verlassen oder hast du hier noch was zu tun? Bleiben erstmal. Was? Was willst du? Das hier ist eines meiner vielen Verstecke. Die Leute haben echt Angst vor diesem riesigen Tyrantengrab. Viel Erfolg mit diesen Tyrantenarmee-Geschichte. Oh, danke schön. Wir gehen mal hier gucken. Hier ist es aber eigentlich echt schön. Hier ist es wirklich schön. Meinte Lava, hier ist es wahrscheinlich immer warm. Finde ich jetzt persönlich nicht so schön. Aber ist ja geschmacklich gesehen eh immer unterschiedlich. Ach, muss ich dann später hier nochmal rein? Finde ich aber blöd. Ach komm, komm, dann bringen wir uns da mal schnell hin. Aber danach machen wir erstmal Schluss, Leute, ja? Ach, wir sind jetzt schon draußen, oder was? Wow, endlich sind wir draußen. Lass uns zu den Dracheninseln aufbrechen und das Radar benutzen. Erinnert ihr euch an mein Dorf? Dort müssen wir hin. Okay, Leute. Das war's mit Nexomon Extinctions. Ich werde jetzt noch alle meine Nexomons auf 40 trainieren. Das wird ein Spaß, Leute. Das sehe ich ja jetzt schon. Ja, und wir sehen uns dann das nächste Mal wieder. Bis dann, euer Kamito. Haut rein und ciao.